Arm in Baum geraten. Wunderschönen guten Abend. Freue mich, dass ihr da seid und nicht anderswo. Ich erlaube mir heute ein paar Auszüge aus dem eben erst erschienenen Buch Almabtreibung zum Besten zu geben. Es hat sehr gepasst, diese Loser-Nummer von Christian als Intro, weil in dem Buch auch jemand massiv verliert, eigentlich. Ist im Verlag Kitab erschienen und ja, der Text begleitet mich, glaube ich, jetzt schon mittlerweile. Da kommt noch jemand. So 10 Jahre. Und es ist heute wirklich. Hallo! Schönen guten Abend. Nein, nicht ganz. Fast. Also es ist wirklich die Premiere heute. Ich habe aus dem Buch an und für sich noch nicht öffentlich vorgetragen. Tag 1. Schubert hat sich beim Rasieren geschnitten. Schlaftrunken betrachtet er sich im Spiegelschrank und schon sieht er das Blut, das aus der winzigen Schnittwunde am Kinn stiebt, Tropfen für Tropfen, wie es nicht aufhören möchte, und förmlich aus seinem Gesicht drängt. Das rote Blut tropft unablässig vom Kinn in das weiße Waschbecken und hinterlässt eigentlich recht ansehnliche rote Punkte und Schlieren. Was solch eine Wunde alles bewirken kann, sagt sich Schubert im falschen Neonlicht des Spiegelschranks, im fahlen Neonlicht des Spiegelschranks, und empfindet es nachgerade bemerkenswert, welch Schönheit so ein kleiner Schnitt hervorzubringen imstande ist. Wie ein Gemälde, denkt sich Schubert. Doch hat diese Wunde ebenso etwas Beunruhigendes an sich, da es nicht und nicht stoppen mag, das Blut, da es weiterläuft und weiter. Jetzt legt Schubert sachte den Finger an den Schnitt, presst ihn darauf, doch sobald er den Finger wieder von der Wunde nimmt, folgt sofort frisches Blut nach. Er reißt gewissenhaft ein kleines Rechteck aus einem Taschentuch, benetzt dieses Rechteck mit seiner Zunge und drückt es auf die Wunde. Das kleine weiße papierne Rechteck haftet nun von selbst auf der Haut. Schon bildet sich ein roter, kreisrunder Punkt in der Mitte dieses kleinen, viereckigen weißen Stücks Taschentuch, als prangte aus einem unerfindlichen Grund plötzlich eine kleine japanische Flagge mitten in Schuberts Gesicht. Und dieser rote Punkt weitet sich kreisförmig aus, wird größer und größer. Was, wenn das Bluten noch länger anhält? Und wird sich diese lächerlich erscheinende japanische Flagge noch rechtzeitig entfernen lassen, bevor das Begräbnis des Onkels beginnt? Schubert sieht sich förmlich schon die Blicke der Trauergemeinde bei seinem Anblick. Zweifel verdunkeln seine Stirn und legen sie in Falten. Sollte ihm denn diese Wunde, dieser kleine Schnitt, ein Zeichen sein, das es zu beachten gilt? Dass ausgerechnet dieser eine Tag, Schuberts erster Urlaubstag, der mit einer Beerdigung beginnen soll, schon von Anfang an verwunschen ist, dass er sich womöglich erst gar nicht außer Haus begeben sollte. Schubert verliert sich in den Augen seines eigenen Spiegelbilds und denkt, dieser fiese kleine Schnitt hat aufgrund der durch ihn hervorgerufenen körperlichen Veränderung und den, wenn auch marginalen Blutverlust, dein Ich verändert. Er hat für den Rest deines Lebens einen anderen aus dir gemacht. Bist du jetzt nicht mehr derselbe? Vor wenigen Tagen erreichte Schubert ein überraschender Anruf seiner Tante. Der Onkel sei in der Nacht verstorben, sagte sie. Sie sei in den letzten Stunden und Minuten noch bei ihm gesessen, habe ihm die Hand gehalten und ihm die Stirn gestreichelt. Ja, es sei im Grunde recht schnell gegangen. Der Onkel habe dann irgendwann einmal mitten in der Nacht die Augen geschlossen und sei eingeschlafen. Er sei richtig gehend entschlafen, hat die Tante mit zittriger Stimme erzählt. Danach sei er nicht mehr erwacht. Von Zeit zu Zeit brach sie während des Telefonats
in heftiges, eruptives Schluchzen aus und stammelte, dass er, der Onkel, dann sehr schnell steif geworden sei, dass sich seine Haut plötzlich ganz anders angefühlt habe. Der Onkel hätte sich noch so gefreut, wenn er, Schubert, noch einmal zu Besuch gekommen wäre. Überhaupt habe der Onkel noch relativ viel über ihn, Schubert, gesprochen in seinen letzten Stunden. Und ach ja, bevor sie es vergesse, hat die Tante unter leichtem Schluchzen gesagt, der Onkel wollte ihm, Schubert, ein seltsames Dokument überlassen, da er der Überzeugung war, dass ausschließlich Schubert in der Lage sei, die Brisanz des Dokuments einzuschätzen und dieses auch demgemäß zu würdigen wisse. Das aber wollte die Tante nicht genauer am Telefon besprochen wissen. Sie könne selbst nichts darüber sagen. Sie hätte noch nicht einmal einen Blick hineingeworfen. Es sei ein Manuskript. So viel wisse sie schon. In einer Mappe aufbewahrt, die von der Zeit schon deutlich sichtbar angeknappert wurde. Weiß der Teufel, von wem und wann der Onkel dieses ominöse Schriftstück erhalten habe. Er habe nie darüber gesprochen, überhaupt sei es das erste Mal gewesen, dass sie es gesehen hätte. Mehr noch, sie habe von dessen Existenz nicht die geringste Ahnung gehabt. Schubert nahm die Nachricht nur beiläufig wahr. Welches Leiden der Onkel gehabt hätte, fragte er nach. Ach ja, das mit der Bauchspeicheldrüse, stotterte Schubert. Es sei diese Nacht für sie zwar schrecklich gewesen, aber besser für ihn, den Onkel, schluchzte die Tante. So habe er kaum gelitten. Ja, hat Schubert darauf etwas geistesabwesend geantwortet. Ja, Tante, du hast ja so recht, es war sicherlich besser für ihn. Nachdem das letzte Wort ausgesprochen war, hätte er sich am liebsten für diese Taktlosigkeit selbst in die Zunge gebissen. Doch dazu war es schon zu spät. Die Tante brach daraufhin in heftiges Schluchzen aus. Ja, sie schrie beinahe vor Schmerzen. Nach einiger Zeit hatte sie sich wieder beruhigt. Sie werde ihm die Pate mit der Post zukommen lassen, sagte die Tante. Und sie klang jetzt kurz angebunden und ja, dieses ominöse Manuskript werde sie ihm beim Begräbnis des Onkels übergeben. Sie werde doch mit ihm rechnen können, wollte sie noch wissen. Sie werde, und bis bald also, sagte sie noch. Und gleich darauf ein trockenes Adieu. Bitte einzutreten, ich bin gerade mit einem Absatz fertig. Der Tod muss abgeschafft werden, diese verdammte Schweinerei muss aufhören, wer ein Wort des Trostes spricht, ist ein Verräter. Dieses Zitat von Batz und Brock prangt auf einem Poster in Schuberts Eingangstür. Ist ein Verräter, hallt es nun in Schuberts Kopf nach. Während er sich teilnahmslos im Spiegel betrachtet. Ja, er war unvorbereitet, er hatte an dem Tag nicht mit einem Todesfall gerechnet, wie man eigentlich nie mit einem Todesfall rechnet. Überdies war er an diesem Morgen unausgeschlafen, hatte kaum ein Auge zugedrückt in der Nacht. Er wurde von der Nachricht überrascht. Verzweifelt sucht Schubert eine Erklärung für seine Taktlosigkeit, ringt nach einer Entschuldigung sich selbst gegenüber. Er habe es doch nie so missachtend meinen können, wie es für die Tante geklungen haben muss. Wer ihn kenne, wisse das, sagt er sich jetzt, da er vor dem Spiegel steht mit der kleinen japanischen Flagge am Kinn. Ja, er hat in dem Telefonat mit der Tante die dem Umstand angemessene Anteilnahme vermissen lassen. So viel ist gewiss. Zweifellos hat die Tante seinen, wenn auch nicht beabsichtigten Zynismus bemerkt, der ihm da so nonchalant über die Lippen purzelte. Es war sicherlich besser für ihn. Wie konnte er sich herausnehmen, diese Worte der Tante einfach so zu wiederholen? Kann er sich diese Taktlosigkeit heute noch verzeihen? Kann er denn nach der Bestattung seines Onkels ohne Gewissensbisse auf Urlaub fahren? Ich springe jetzt ein paar Seiten weiter. Also er fährt dann auf Urlaub, ist dann jetzt, genau bevor er auf Urlaub fährt, kommt er noch zum Begräbnis. Und da sind wir jetzt am Friedhof. Schön, dass du gekommen bist. Dein Onkel hätte sich sicherlich gefreut, sagt die Tante mit einer leicht weinerlichen Stimme. Hast du dich denn beim Rasieren geschnitten? Schubert betastet verlegen sein Kinn. Ja, das ist mir wohl passiert, sagt er. Hoffentlich kann ich es bald abnehmen, das muss ja einen jämmerlichen Eindruck machen. Ja, es sieht irgendwie interessant aus, wie eine kleine japanische Flagge, scherzt die Tante, um gleich danach
ihre leicht fürsorgliche Art zum Vorschein kommen zu lassen. Möchtest du denn nicht noch einen Sprung mit uns ins Wirtshaus kommen und vielleicht eine kleine Stärkung zu dir nehmen, bevor du dich auf Reisen begibst? Schubert windet sich, beginnt zu stottern, er hasst sich manchmal dafür und redet sich auf ein leichtes Unwohlsein aus, das wohl von den Kopfschmerzen stamme, die ihm dieser hohe, schrille Ton im Ohr beschert, der ihn schon seit der Rasur verfolge und jetzt auch noch nicht vollkommen vergangen sei, wie es scheint. Du sollst dich aber immer hinter Steuer setzen. Du solltest dich aber nicht hinter Steuer setzen, mahnt ihn die Tante und relativiert aber jede Sorge im nächsten Moment schon. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hat der Onkel auch immer gesagt. Der Bub wird es schon wissen, lass ihn doch. Und er hat auch damals schon recht gehabt. Apropos, dein Onkel hatte ja ein Manuskript hinterlassen, das habe ich dir versprochen, das ich dir versprochen habe mitzubringen. Ich habe es im Auto, komm doch mit, ich gebe es dir gleich, bevor wir das noch vergessen. So kommt Schubert also in den Besitz eines Manuskripts, das ihn wohl noch heftig beschäftigen wird. Davon weiß er allerdings im Moment noch nichts. Und dabei wollen wir es auch belassen. Schubert jedenfalls verabschiedet sich von der Trauergemeinde, von der Tante im Besonderen, verspricht ihr, sie zu besuchen, sobald er zurück ist aus dem Urlaub und ist im Großen und Ganzen heilfroh, endlich wegzukommen. Großvenediger, junger Mann, vergessen Sie den Großvenediger nicht, ruft ihm der gute Freund des Onkels noch hinterher. Endlich sitzt Schubert im Wagen und vor ihm an der Mauer steht immer noch dieses I-90-2007. Der Mercedes, der alte, springt problemlos an, der schrille metallische Ton im Ohr ist plötzlich auch nicht mehr zu hören. Nichts wie weg wie hier. Also dieses Kürzel I-90-2007, das muss ich erklären, das können Sie nicht wissen. Das hat die Katze von Schubert in ein Manuskript von ihm getippt und er hat sich das aufgehoben. Und hat es dann, weil er gedacht hat, möglicherweise sagt ihm die Katze damit etwas oder möchte ihm die Katze damit etwas. Es ist so eine Art Aberglaube, komischer Aberglaube oder Versuch. Und jetzt sieht er dieses Kürzel mit in Graffiti-Schrift vor ihm auf der Friedhofsmauer. Also es muss etwas damit zu tun haben. Übrigens hat mir meine Katze dieses Kürzel wirklich ins Manuskript getippt, also so kam es ins Buch hinein. Ich habe ihr das auch gleich gewidmet, weil sie meines Erachtens nach die erste Schriftstellerkatze ist, die es gibt. Es gab von E.T.A. Hoffmann schon einmal einen Versuch, die Erzählung des Kater Murr, aber der hat das sicher nicht selber gemacht, das war damals noch nicht möglich, die hatten keinen Computer. Also das war von Menschenhand figiert dann die. Jo, also ich würde jetzt da kurz mal aufhören und den Christian Katt bitten, weiterzumachen.